take my love for granted. Say a bunch of stuff you never meet, yeah. Im August 2018 konnte ich das erste Mal zwei Melanoncetus-Uhren hier auf dem Kanal präsentieren. Jetzt, hier im Mai 2020, habe ich endlich mal die Möglichkeit, meine Finger an die Corazon de Mar Melanoncetus 2 zu legen. Dementsprechend viel Spaß beim Review. Auf geht's! Moin und willkommen, meine Lieben. Ja, der Markus hat es wahr gemacht. Er hat mir seine Melanoncetus zweimal zugeschickt zum Review. Ich bin froh, dass ich da endlich mal meine Hände dran legen kann. Markus, hast du schön gemacht. Hier sei noch gesagt, es ist keine bezahlte Werbung oder sowas. Der Markus und ich, wir sind sehr gut befreundet. Und ich mag die Melanoncetus Modelle, kenne einige Modelle, hatte in den letzten Uhren-Events auch mal den Chrono in der Hand, hatte andere Corazon de Mar Modelle in der Hand, aber die Melanoncetus ist definitiv so ein Klassiker. Umso mehr freue ich mich auf den Review. Wer den Review der Melanoncetus 1 noch nicht gesehen hat, ich verlinke den oben, ich weiß nicht, ist das rechts oder links, irgendwo hier oben, dann auch nochmal zum Review, zum ausführlichen Review. Damals hatte ich die Melanoncetus 1 in Rose Gold Beschichtung bzw. mit schwarzer PVD Beschichtung hier. Und schaut da auch gerne einmal vorbei. Die technischen Daten und Spezifikationen wie gewohnt zuerst. Durchmesser der Melanoncetus 2 liegt bei den bekannten 43 mm. Auch hier ist die Lünette minimal kleiner bei ungefähr 42,5 mm. Und auch dank der kürzeren Band oder der kürzeren Hörner, muss ich ja sagen, lässt sich die Uhr auch, denke ich mal, am kleineren Handgelenksumfang sehr gut tragen. Bandanstoßbreite liegt bei 22 mm. Die Melanoncetus kommt daher mit einem Stahlband, was ich schon sehr cool finde, aber auch am LZ-Lederband, wenn man möchte. Und ich glaube, der Markus wird auch noch ein Kautschukband bringen. Aber ich denke mal, das kommt später. Stelle ich mir allerdings auch sehr interessant vor. Belegt ist das Ganze mit Superluminova. Zum einen muss man sagen, das Blatt wird vom Frithjof und vom Markus handbedruckt. Also das ist schon auf jeden Fall super gut gemacht. Und mit Superluminova selbst belegt. Genauso wie die Lünette, da sind mehrere Schichten Superluminova reingebracht. Und das Ding ist eine Fackel in der Nacht. Also Leuchtkraft 1A, gefällt mir sehr gut. 200 Meter Wasserdichtigkeit ist auch gegeben, verschraubte Krone sowieso, also dem Schwimmen und Strandspaß ist da nichts in den Weg gestellt. In der Uhr tickt nach wie vor, wie gesagt, ein Sellita SW200 oder ein ETA 2824. Und da gibt es noch eine kleine Neuigkeit, die ich hier mitteilen darf, die hat der Markus mit mir geteilt, danke nochmal dafür. Und zwar planen die beiden, also der Frithjof und der Markus, das Uhrwerk noch ein bisschen mehr zu veredeln in Zukunft mit einer schwarzen Goldbeschichtung. Das wird er, denke ich mal, bei einem seiner nächsten Videos genauer erklären, hört sich aber sehr spannend an und da wird das Werk dann dementsprechend nochmal veredelt. Ansonsten war es das erstmal mit den technischen Daten und Spezifikationen. Ja, Mr. B, was ist denn jetzt anders an der Melanoncetus 2 im Vergleich zu der Melanoncetus 1? Der Bling-Faktor, meine Lieben. Der Bling-Faktor. Auf den ersten Blick würde ich sagen, die Melanoncetus 2 ist ein bisschen eleganter. Zum einen haben die beiden, also der Frithjof und der Markus, hochglänzende Keramikeinlage verwendet für die Flanken und für die Lünette. Plus, ich weiß es nicht, aber die Lume, womit die Lünette befüllt ist, beziehungsweise auch das Ziffernblatt belegt ist, das ist so ein Crisp-Weiß plus das Ziffernblatt ist halt wirklich ein hochglänzendes, da spiegeln sich die Zeiger drin, wenn der Sekundenzeiger so darüber läuft, das ist wirklich richtig cool und schön mit anzusehen. Und ja, in Kombination, wie gesagt, mit dem gebürsteten bzw. polierten Gehäuse, an der Seite die Flanken gebürstet, oben auf den Hörnern poliert, die Keramikeinlagen an den Flanken ebenfalls hochglänzend, die Keramiklünette und das Ziffernblatt, das hat was. Das ist auch ein richtig schönes Lichtspiel und die Uhr wirkt, wie gesagt, für mich eleganter. Die Melanoncetus 1 hatte halt so etwas mattere Keramik und das Ziffernblatt war auch etwas matter oder rauer von der Struktur, wenn ich das jetzt mal so beschreiben soll. Also von daher finde ich, wenn man sie direkt nebeneinander legt, sieht die Melanoncetus 2 definitiv eleganter aus.
Ich würde sagen, wir sprechen auch noch über das Stahlband. Das verjüngt sich natürlich von 22 mm, das finde ich sehr gelungen. Und ich mag auch, wie das vom Bandanstoß runtergeht und der Übergang ist von den Hörnern nach unten. Die Mittelglieder sind wie gesagt poliert, das ist Stahlband als solches ist verschraubt. Das heißt, Bandkürzen könnt ihr ohne Probleme selbst auch machen, das ist kein Thema. Wir haben hier eine gefräste Schließe, Doppeldrückerschließe, das heißt, das Ganze hält sicher und wird sicher am Platz gehalten. Wir haben halbe Bandglieder und wir haben auch noch eine kleine Feinverstellung, zwei Positionen an der Schließe. Das heißt, das Ganze an den Arm anzupassen, sollte kein Problem sein. So, Lieben, das war es auch schon wieder mit dem Review der Corazon de Mar Melanon Cetus 2. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bin natürlich jetzt auch gespannt auf eure Kommentare. Was haltet ihr von der zweiten Version? Wie findet ihr das Modell? Schreibt das unten fleißig in die Kommentare und diskutiert das mit mir und der Community. Ich wünsche euch jetzt allen erstmal noch einen richtig schönen Sonntagnachmittag, einen guten Start in die neue Woche. Freue mich, euch im nächsten Video wiederzusehen. Sage Goodbye und auf Wiedersehen. Euer Konstantin. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.